Es wird sich nochmal schlau gemacht von dem Video, denn dieses Fahrrad hier ist ein Hotseller für die Ausstattung. Es ist ein Folie, es kostet deutlich unter 4000 Euro. Es hat tolle Komponenten, unter anderem einer meiner Lieblingsmotoren. Außer dem Bosch Performance CX ist der Yamaha, denn er bietet einen ganz tollen Automatikmodus, der richtig klasse ist. Hier ist Tobi, wie ist eigentlich dein Nachname? Wagner. Tobi Wagner und Lucien Mohr, hallo. Lucien Mohr. So, und wir sind in Kaiserslautern bei Konrad Greenbikes. Tolle Farbe erstmal, so ein Audi Grau. Ja, Audi Grau mit blauen Akzenten, ziemlich schick. Aber das ist nicht alles. German Performance Bike steht drauf. Raymond, wer steckt da dahinter? Das ist die Pira AG mittlerweile. Die bauen unter anderem auch die KTM Motorräder. Also ist tatsächlich ein Riesenkonzern. Ja, und die Marke Raymond wie auch Husqvarna, die haben ihren Sitz in Schweinfurt in Deutschland und werden auch in Deutschland assembliert. So, assembliert heißt zusammengebaut, für alle, die nicht wissen, was das heißt. Und ich zeige es mal gerade, also 3.699 Euro, Rahmengrößen, also das hier wäre ein Fahrrad gewesen während der Pandemie, wenn ihr das, glaube ich, 3.000 Mal da gehabt hättet in Kaiserslautern, ihr hättet es 3.000 Mal verkauft. Genau, also in der Preisklasse, dann in konsumischen Größen, also SML, das hätten wir richtig gut brauchen können. Brauchen wir auch immer noch richtig gut. Wird natürlich immer noch gefragt für den Preispunkt. Ist ja nichts günstiger geworden in der letzten Zeit. Aber da war die Nachfrage massiv hoch und wenig auf dem Markt. Ja, und die beste Schaltung am Markt ist die Tektro. Und Spaß beiseite, bauen gute Schaltungen. Ja, also die funktionieren. Ist jetzt natürlich keine Shimano XTR. Aber dafür bezahlen wir ja auch dann einen anderen Preis. Ne? Funktionieren in der Praxis heißt, du kommst aus der Werkstatt, die schaltet schön? Die schaltet nicht so sanft, wie man es vielleicht kennt aus manchen Bereichen. Ist halt eine Mountainbike-Schaltung, die auch richtig durch die Gänge durchkracht, aber das möchte man eigentlich auch so haben. Kennt man ja von der SRAM. Von der SRAM oder halt vom Hyperglide-Standard bei Shimano. Was dir sofort auffällt, ist halt, dass der Zahnkranz, dass das alles relativ dick ist. Und gerade beim E-Bike macht das auch massiv Sinn. Da ist auch eine dicke Kette dran, dass der ordentliche Drehmoment, die 70 Newtonmeter, dass die eben auch ausgehalten werden können. Ne? Anzahl der Gänge? 9 Gänge hast du hier. Ach, wie geil. Also endlich mal eine dicke Kette, weil du brauchst ja sowieso keine 12 Gänge auf dem performanten Motor. Nee, also wenn du einen dicken Motor drin hast und den hast du hier mit 70 Newtonmeter, da brauchst du definitiv nicht die 12 Gänge, da kannst du nämlich den Motor als Unterstützer mitnutzen. So, ich fahre genau diesen Motor und ich finde, von der Abstimmung her ist dieser Motor her einer der besten Motoren auf dem Markt und das unterschreibe ich euch auch. Der Yamaha hat einen, also gerade der Automatikmodus, der geht so gut, der fährt nämlich vollautomatisiert auf der Ebene, wenn du wenig Kraft brauchst im Eco-Modus. Und wenn du dann die Kraft brauchst, in 0, nichts schaltet er auf Turbo. Genau, also der Automatikmodus ist auch der mir am meisten Spaß macht bei dem Rad. Wenn du im Gelände unterwegs bist, brauchst du dir eigentlich gar keine Gedanken mehr zu machen, ob der Berg jetzt ein bisschen steiler wird oder nicht. Fährst einfach durch. Was ich cool finde im Automatikmodus ist, dass du nicht immer diese, weil Turbo kennst du ja bei Bosch Performance, da hast du immer Turbo und auf der Geraden brauchst du es aber gar nicht, sodass du immer einen schönen Trainingslevel hast, oder? Mhm. Genau, also gerade wenn du so ein bisschen sportlichen Anspruch noch hast, ist das eigentlich eine wunderschöne Geschichte, dass du halt immer konstant unterstützt wirst, je nachdem, wie dann deine Trittfrequenz abfällt oder eben ansteigt. Was, dafür werden mich jetzt einige töten. Ich behaupte, dass dieser PW Series ST, wenn man eine Blindverköstigung machen würde und würde den neben einen EP8 oder sowas machen und die würde die Leute einfach mal fahren lassen, ich glaube, die meisten merken den Unterschied gar nicht zwischen 70 und 80. Haben wir sehr oft hier. Es gibt viele, die machen Probefahrten hier und dann fahren sie mal ein bisschen PWX2, dann fahren sie ST, T und dann so, wer war denn jetzt nochmal der Starke? Ja gut, können Sie uns das sagen? Und dann wissen die Leute manchmal gar nicht, welcher war denn jetzt welcher Motor. Ne? Also der Motor ist sensationell, wie der ein- und auskoppelt, er ist extrem leise, du hast den fast gar nicht. Und der ist komplett, also man sagt ja immer der wartungsarm, aber das trifft beim Yamaha wirklich zu, weil da machst du wie oft ein Update, wenn überhaupt mal eins und dann ist... Ja nie, absolut nie. Also funktioniert. Das ist die Fernbedienung, die gibt es jetzt sogar in hübsch. Das ist die hübsche. Bitte mal anmachen, weil die haben wirklich das Design geändert. Das war ja eine lange Zeit lang mit den Folientasten. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, da sind wir jetzt froh, dass das alles ein bisschen massiver geworden ist, ein bisschen bedienbarer geworden ist. Ich glaube, wenn man es so mit dem Bosch Cosmos vergleichen würde, wäre man da so ungefähr im Purion-Bereich von der Bedienbarkeit und von der Ablesbarkeit. So, das A ist angeschaltet, Automatikmodus, das ist ein richtiger Zaubermodus, so würde ich es mal fast sagen, denn der lässt einen wirklich alles vergessen. Also das heißt, die Motorleistung wird immer an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Genau, nach der Trittfrequenz. Dann kann ich hier rauf und runter schalten. Batterie, auch die Batterien, sehr unkompliziert. Das heißt also, ich mache ja, wenn ich die einlage, gerade gar nichts bei dem Yamaha. Ich lege die gerade so, benutze das Fahrrad mal 3 Monate nicht. Es macht dem gar nichts, habe ich das Gefühl. Also es ist alles sehr unkompliziert. Sollte man nicht tun. Man sollte, glaube ich, immer bei 60% lassen. Aber mein Gott, wer guckt schon wirklich darauf, ja? Gerade wenn der Sohn fährt und so. Dann, was ich cool finde, ist, dass die Ladegeräte nicht geändert worden sind. Das heißt, ich fahre das Älteste und das Neueste mit demselben Ladegerät. Du kannst sie untereinander tauschen, spielt keine Rolle. Genau, also es gibt unterschiedliche Akkustandards, wo dann die Stecker tatsächlich sich auch unterscheiden. Da gibt es mittlerweile einen neuen Standard oder einen anderen Standard, sage ich eher. Hier haben wir noch den klassischen Anschluss, den wir jetzt die letzten Jahre auch immer verbaut hatten. So, und dann ein Fully. Da ist das ganz vielen ganz wichtig, wenn sie dann mal im Park unterwegs sind oder im Wald, damit alle Räder auf dem Boden bleiben. Wichtiges Sicherheitsthema. Genau, hast halt am meisten Traktion. Und wenn du dann mal über größere Drops oder einfach nur über Geröll wegfährst, hast du halt überhaupt keine Probleme, da immer schön Grip zu haben. Ja. Warum können die das zu dem Preis anbieten? Also Raymond ist ja vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich eine gute Sache. Wir sprechen da nicht über ein China-Bike mit Hecknabenmotor oder alles drum und dran, sondern ein toller Motor mit eingebaut. Ein guter Service, also Thema Ersatzteile bei Raymond und Zuverlässigkeit, ist das okay? Ja, das ist okay. Gibt natürlich die ein oder andere Firma, die ist dann natürlich noch ein Ticken stärker da, aber die machen das schon alles gut. Vor allen Dingen ist es halt so, also dass die Kernsache, Motor und Akku, die machen keine Probleme und das ist so das Wichtigste beim E-Bike. Die anderen Sachen, die können wir alle in der Werkstatt machen, da sind wir auch schneller, wie wenn wir das jetzt über den Hersteller hin und her schicken und machen und dann warten und was dann. Ist der Rahmen hauptsächlich, ne? Genau. Die Komponenten, wie so diese ganzen Verschleißteile, Bremse, Schaltung, Kette, Ritzel und Kassette und Scheibe, das machen wir ja auch, ist unser Daily Business. Luftkabel? Das ist eine Luftgabel drin, ja, von Santur, die XCR, müssten 34 mm sein und die macht im Gelände schon eine gute Figur. Gerade so, wenn ich jetzt in Single Trail runterfahre, dann ist die schon gut abgestimmt, wenn man die mit dem richtigen Druck fährt fürs Gewicht. Laufradsatz? Hier haben wir 29 Zoll Bereifung. Ich glaube auch vorne wie hinten. Ne? 2,4 breit, Continental Cross King. Ja, also das ist gut. Aber die Laufräder selber, dass da irgendwas eiert oder eine Maximalbelastung von Stößen oder mal einen Sprung nicht aushalten, das gibt es heute nicht mehr, oder? Die sind alle gut. Die sind alle gut. Was du mal irgendwann machen musst, so am Ende der Saison, ist halt einfach die Speichenspannung korrigieren, dass du halt keinen Achter drin hast. Gerade beim Fully ist es halt wahrscheinlich auch unter der Saison mal nötig, wenn man es regelmäßig fährt. Aber das sind ja normale Geschichten, die man schnell repariert hat. So, und die Rahmengrößen, was habt ihr alles? Wir haben S und M, L, glaube ich, im Zulauf. Und das ist unser Rad so, gerade so für die jetzt nicht so die Downhiller sind und mal ein bisschen preisgünstig durchs Gelände komfortabel fahren wollen. Aber ein tolles Rad für Jugendliche, Auf oder? jeden Fall. Also gerade so haben wir öfters mal Jugendliche, die kriegen es irgendwie anstelle ihrem Führerschein zum 18., weil der Sohn in der Nähe von der Schule oder Ausbildung oder so wohnt und dann kann er mit dem Fahrrad günstiger und schneller hinfahren. Ne? Ja, dickes Schloss bitte mitnehmen. Ja. Denn die sind sehr beliebt. Dafür gibt es aber auch entsprechende Versicherungen. Das Thema Bike Leasing funktioniert sogar für die Kinder. Das heißt also, man kann sich ein Fahrrad leasen beim Arbeitgeber, kann jede Menge Geld sparen, je nachdem, wie viel Steuern ich spare, und kann auch mehrere Fahrräder leasen. Das hängt natürlich vom Arbeitgeber ab, oder? Genau, hängt vom Arbeitgeber ab. Da ist das geregelt. Also 2 ist tatsächlich die übliche Menge, dass man 2 Räder leasen kann, dann Gesamtsumme irgendwas um die 12 oder so. Also, dass es halt immer reicht. Genau. So, jetzt mal eine Frage. Jetzt haben wir hier einen Preis von 3, was kostet das? 3,699. Bei 36 Monaten Leasing, Steuerklasse 1 und einem Verdienst von, sagen wir mal, 4.000 Euro. Was habe ich ungefähr für einen Abzug bei 3,7? Da wirst du wahrscheinlich irgendwo so um die 70 Euro liegen. Im Monat, weniger. Mit der Versicherung, ne? Also da ist dann schon ein Rundumschutzpaket mit bei. Ja, was allein ohne dieses Paket vielleicht 60. Das ist ja so, dass der
dieses Thema wie folgt funktioniert. Ich zahle die Leasingraten brutto. Die werden brutto vom Arbeitslohn abgezogen. Und die Nettobelastung ist je nach Steuerklasse erheblich geringer. Das heißt, das, was mir im Portemonnaie fehlt, ist viel weniger. Ist meistens dann gerade mal ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und das macht dann halt schon einiges aus. Also ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt nicht das absolute super Premium-Paket holt, liegt man so bei um die 60 Euro Nettobelastung und hat dann ein paar 100 Euro oder 110 Euro brutto. Das auf 3 Jahre, das ist ja genau. Eine überschaubare Zeit, oder? Genau. Und dann kommt es natürlich an, Steuerklasse 1, 3, das macht dann auch nochmal ein paar Euro aus, ne? Das. Also habe ich halt auch Steuern bezahlt. Wenn ich jetzt Teilzeit arbeite, habe ich natürlich nicht so eine hohe Ersparnis, wie wenn ich jetzt in Vollzeit auch Steuern bezahle. So, das ist ein Rat. Da hast du, als wir eben in die Runde gefragt haben, wer will das unbedingt mal Probe fahren, hast du gesagt, Lucien, ich mache das sofort, weil dieses Fahrrad hier erst nachts aufgewacht, hat an das Raymond Name, wie heißt das? Das ist das Fullray E50. Hat an das Raymond Fullray E50 geträumt, hast du von dem, hast gesagt, das ist mein... Ich habe davon geträumt, dass das sehr viele Jugendliche zu Ostern finanzieren lassen, zu 0%. Bei Konrad Greenbikes. Ja. So, bitteschön, fahr mal. Auch hier gilt wieder, man muss die Dinger Probe fahren und man wird begeistert sein, dass auch bei einem Einstiegsfully es nicht immer ein Fox-Fahrwerk sein muss, oder? Genau, also Suntour ist mittlerweile auf einem Level, wo es sich absolut nicht verstecken muss, gehört zu den großen drei, also Suntour, RockShox und Fox. Und wenn man es ausprobiert, wird man feststellen, das reicht dicker aus. So, er hat jetzt die vollautomatische Sattelstützenverstellung gewählt. Nee, da ist ein Schnellverschluss. Genau, ist ein Schnellverschluss. Wenn man möchte, kann man natürlich auch einen Dropper Post, also eine absenkbare Sattelstütze, nachrüsten. Mit Fernbedienung. Mit Fernbedienung vorne am Lenker, genau. Oder eben auch im Griff unterm Sattel gibt es beides. Kostet dann so um die 300, 350 Euro mehr, wenn man das haben möchte. Oh, wenn dann die Gesellenprüfung bestanden ist, dann kriege ich dann eine Dropperpost. Genau. Gut, da kann ich die Jugendliche auch selber kaufen. Ja, da sind wir im Preisbereich, da kann man sich es vielleicht mal noch leisten. Ja. Der geht ohne Ende. Ich sage, ich fahre den ja selber gerade, den Motor. Ja, also mehr brauchst du eigentlich nicht. Da musst du schon im hochalpinen Bereich unterwegs sein, dass du wirklich die 85 Newtonmeter brauchst. Aber ganz ehrlich, meistens reichen die 70. Ist Bike-Tuning noch ein Thema? Nee, ich glaube, das hat sich langsam ein bisschen verlaufen. Also dadurch, dass S-Pedelecs ja auch möglich sind und auch auf dem Markt mittlerweile erhältlich sind, haben wir da wenig Probleme mit. Da ist es, Raymond. Komm, ich filme noch mal das Schild ab. Fullray E5. Fullray E5, 3.699 Euro die Saison. Da vorne, Fullray E5. Also tolles Rad zum tollen Preis. Kriegt man natürlich in Deutschland ausschließlich bei Konrad Green. Nee, stimmt nicht. Aber da ihr so tolle Videos macht, kann man die bei euch kaufen. Habt ihr Kunden mittlerweile aus Deutschland, ganz Deutschland? Ja, ja, schon. Also wir merken schon, dass wir jetzt nicht nur in der Pfalz gesehen werden. Nicht nur in der Pfalz, wenn wir ein Thema sind, wir sind in Kaiserslautern. Also kommt her, ruft am besten vorher an, wenn ihr was Probe fahren wollt. Man kann, glaube ich, jedes Rad Probe fahren, 0631 89 14 89. Heute ist Frühlingsanfang. Ja. Gerne einen Termin, wenn ihr von weiter weg kommt, weil dann können wir auch gucken, dass wir einen Platz im Hinterhof bei uns haben und dann gibt es einen Kaffee und da kann man das so ein bisschen planen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Leute 2 Stunden Anfahrt haben und der Laden ist bei uns proppenvoll und keiner hat mehr dann. Gerade Riese und Müller, da seid ihr Erlebnis-Store, da kommen die Leute gerne auch von weiter weg, weil ihr eine mega große Auswahl habt. Hier bei so einem Raymond oder so, das kriegst du dann natürlich auch woanders. Man soll ja auch umweltbewusst denken, aber ihr seid Fachhändler, das bedeutet, der Kunde kann die sogar bei euch reparieren lassen. Ihr habt sowas wie eine Werkstatt. Genau, da legen wir ziemlich viel Wert drauf, dass wir auch genug Mitarbeiter immer in der Werkstatt haben, damit es dann auch für unsere Kunden nicht zu lange dauert, auch in der Hauptsaison. Und unsere Kunden, die bei uns das Rad kaufen, haben ja auch Fremdräder. Wir haben ja viele Zweiradmechatroniker mittlerweile in der Werkstatt. Und unsere Kunden, die werden immer da, kriegen dann immer in der Saison das relativ schnell repariert. Also wir versuchen da, wenn die Teile da sind, dass das in 1-2 Wochen ist. Also ja, Tipp von mir ist, Trinkgeld ist immer gut. So ein Fünfer hier oder auch mal irgendwas. Nee, es geht auch ohne. Aber das ist teilweise, war das jetzt schon während der Pandemie schon ein harter Job oder in der Werkstatt? War viel zu tun, gerade so, wenn die Saison anfängt, fängt dann jeder an, wenn es warmes Wochenende ist, im März, April, die Räder zu bringen. Also gerne auch im Winter schon oder im Herbst. Und über den Kuchen freut sich die Werkstatt aber auch immer. Ne? Kuchen, gut. Tschüss. Ciao.